Der Spielfluss von Escape from Tarkov wurde in Patch 12.12 komplett auf den Kopf gestellt. Mit Features wie zum Beispiel VoIP oder auch Inertia mit dem Trägheitssystem fühlt sich Escape from Tarkov wie ein komplett neues Spiel an. Und ich glaube, keiner von uns hatte dieses Item mit Patch 12.12 so sehr auf dem Schirm, dass es wirklich den Gameplay-Style so sehr beeinflussen würde, wie es es tatsächlich tut. In diesem Video geht es komplett um das Stim bzw. Injector Case in Escape from Tarkov und warum ihr dieses unbedingt spielen möchtet. Für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nico oder TwoTwisted, schön, dass ihr am Start seid. Für die Leute, die es nicht wissen sollten, ich streame aktuell von Montags bis Freitags 10 bis 16 Uhr auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Wir springen jetzt auch direkt in die einzelnen Stims rein, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Und zum Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Fact, den ich nicht so ganz auf dem Schirm hatte, als ich zum ersten Mal über das Injector Case nachgedacht habe. Aber das dürfte wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt sein, warum ihr es euch auf jeden Fall kaufen werdet. Let's go. An der Stelle fangen wir dann auch direkt schon an. Auf der linken Seite haben wir hier einmal meinen Injector Case und da seht ihr auch direkt, welche Stims ich tatsächlich jede Runde mitnehme, welche ich an der Stelle auch empfehlen würde. Und hier rechts haben wir dann auch direkt schon den ersten. In guter alter Autosort-Manier von links nach rechts geht es mit dem Propital los. Was ist Propital im Endeffekt? Ist im Endeffekt ein kurzer Painkiller für 240 Sekunden. Das heißt, ihr habt für 240 Sekunden einen Painkiller drin und ihr regeneriert euer Leben. Heißt, ihr habt, um es kurz zu fassen, einen Heal-Overtime drin. Könnt ihr wunderbar vor oder nach einem Engagement ziehen, während ihr gefightet habt und dann während ihr euch zum Beispiel zusammentackert, heilt ihr euch währenddessen noch hoch oder während ihr mitten im Fight seid, werdet ihr ebenfalls auch noch Leben regenerieren für ganze 300 Sekunden. Also ein kleiner Passiv-Heal, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und dann machen wir an der Stelle weiter mit dem SJ6-Stim und das ist praktisch der wichtigste Stim für jede Map, wo ihr viel rennen müsst. Interchange möglicherweise oder auch Shoreline. Sau wichtiger Stim, denn für ganze 200 Sekunden bzw. 240 Sekunden erhöht er hier einmal eure Stamina und eure Stamina-Regeneration. Heißt also, ihr könnt einfach unglaublich viel länger sprinten. Sau, sau wichtiger Stim, gerade wenn ihr irgendwie auf Shoreline oder Interchange unterwegs seid, wo ihr halt direkt zu den hohen Loot-Spawns unterwegs seid. Möglicherweise auch für Lighthouse sehr relevant, spiele ich aktuell dort auch, um so schnell wie möglich zum Usec-Haus zu gelangen. Dann haben wir hier einen Stim, der tatsächlich erst relevant gemacht wurde durch das Injector Case, weil es ein sehr, sehr situationsabhängiger Stim ist und der eigentlich in den vergangenen Vibes dadurch nie gespielt wurde. Und das ist einmal der Zagustin-Stim. Zagustin im Endeffekt stoppt alle Blutungen, die ihr habt, auf einmal und stoppt es und die Möglichkeit, dass ihr jeweils Blutungen wieder bekommt für die nächsten 180 Sekunden. Das ist eine Sache, die war halt, bevor es das Stim Case gab, einfach viel zu situationsabhängig, weil wann kommt man mal in eine Situation, wo man zwei Heavy Bleeds hat und vielleicht zwei Light Bleeds und auf unter 100 HP sitzt. Das ist einfach zu situationsabhängig und den könnt ihr jetzt halt mit dem Injector Case mitnehmen und wenn es einfach mal in eine Situation kommt, wo ihr halt einfach sehr viele Blutungen habt, zieht ihr euch direkt in Stim rein. Und schon seid ihr auf dem Weg der Besserung, haut euch dann vielleicht noch den Propital rein und schon haltet ihr euch wieder hoch. Dann kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Stims im Spiel, nämlich einmal dem ETG-Stim. Das ist praktisch euer Oh-Shit-Stim. Den könnt ihr wunderbar kombinieren mit dem Zagustin oder dem Propital. Er heilt euch innerhalb von 60 Sekunden hoch. Bei einem Propital habt ihr eine Health-Regeneration von 1. Bei dem ETG ist es 6,5. Und das ist absolut huge. Das heißt, so wie ihr sehr, sehr viel Schaden bekommen habt, könnt ihr euch den ETG reinhauen. Und schon seid ihr auf dem Weg der Besserung. Was die ganzen Heilstims jetzt angeht, wie zum Beispiel Propital, Zagustin und ETG, habt ihr halt wirklich immer die Option, euch passiv hochzuheilen, während ihr noch in einem Fight seid. Das heißt also, ihr könnt wirklich euch diese Stims reinziehen, mitten in einem Fight und könnt immer noch einen Engel halten, um den Gegner halt einfach zu stoppen. Sau, sau wichtiger Aspekt, der sehr, sehr wichtig wird in PvP-Elementen, gerade wenn ihr in einem 1 gegen 2 seid, 1 gegen 3, 1 gegen 4, was auch immer, da werden diese Stims absolut glänzen. Dann haben wir an der Stelle den Meldonin-Stim und der Meldonin-Stim ist meiner Meinung nach einer der most underratedesten Stims überhaupt, die es gibt in Escape from Tarkov. Denn dieser Stim hält ganze 15 Minuten an. Das ist halt der geile Punkt. Der Stim hält 15 Minuten lang an, ihr bekommt 10% weniger Schaden auf jedem Körperteil bis auf den Kopf, ihr bekommt 10 Level Stärke dazu, ihr bekommt 20 Level Ausdauer dazu und ihr bekommt halt noch eine Ausdauer-Recovery dazu von 0,5. Das heißt also, es ist praktisch in sehr, sehr vielen Elementen einfach ein kompletter Stat-Boost für ganze 15 Minuten. Ihr könnt komplett durchhustlen, könnt PvP spielen dadurch viel, viel besser. Ihr könnt Inertia ein bisschen aushebeln und ihr seid einfach auch möglicherweise mobiler durch die Stamina Recovery und durch die Ausdauer noch mit dazu. Bei dem Stim müsst ihr halt einfach nur darauf achten, dass ihr halt immer irgendwo in der Nähe von etwas zu essen seid oder etwas zu trinken seid, weil das halt nämlich eure Hydration und eure Energy halt komplett reduziert.
Und dann kommen wir zuletzt dann noch zum Mule-Stim. Der Mule-Stim ist euer Packesel-Stim. Der erhöht euer Gewichtslimit für 900 Sekunden um 50%. Heißt, ihr könnt einfach viel mehr schleppen, während ihr halt einfach auf dem Weg nach draußen seid. Habt ihr dadurch weniger Probleme mit hinlegen, um dann Ausdauer zu um wieder Ausdauer hochzubekommen oder Rucksack wegdroppen. Das umgeht dieser Stim, also auch eine sehr coole Sache mit dabei zu haben. Das war eine Sache, die ich weniger gespielt habe, aber jetzt durch das Injector-Case nehme ich das Ding auf jeden Fall immer mit. An der Stelle fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, wo bekomme ich das Ding denn jetzt her? Im Endeffekt, es ist ein Barter-Trade bei der wunderbaren Dame Therapist. Ab Level 2 Med-Tools braucht ihr insgesamt 15 Stück davon. Syringes braucht ihr 10 Stück. Und ihr braucht Hydrogen, braucht ihr ebenfalls 8 Stück davon, um das Ding euch zu erbartern. Ich meine, als ich es mir erbartet habe, waren die ganzen Preise circa bei 500-600k alle Items zusammen. Also schon mal gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr es einfach kaufen möchtet, dann liegt es hier jetzt aktuell bei 900.000 bis 1 Million Rubel circa. Aber dieser Preis hört sich jetzt vielleicht noch viel an, ist es aber nicht, denn jetzt kommt der Punkt, an den ich nicht gedacht habe. Weil das Injector Case im Endeffekt hat 16 Slots. Es ist gleichzeitig auch noch eine Stash-Erweiterung. Was ich damit meine, im Endeffekt, das hat einen gewissen Grund, dass dieser Mule-Stim hier ebenfalls auch einen Fountain Ray Tag hat. Naja, man kann halt auch einfach Stims mit reinpacken. Wenn ihr auf Shoreline unterwegs seid, wenn ihr auf Lighthouse Labs sonst irgendwo unterwegs seid, ihr findet sehr, sehr häufig, findet man mittlerweile irgendwo auf Mad Spawns einen Propital, einen Obdolbor-Stim. Was weiß ich für Stims, die überall rumliegen einfach in der Welt und die habt ihr dann einfach sicher in eurem Secure-Container drin und könnt damit immer Plus machen. Und gerade wenn man überlegt, dass Morphin ist der günstigste Stim, den ihr finden könnt und der kostet 10k im Slot. Ihr habt, wenn ihr es so genauso spielt wie ich, habt ihr 8 Slots frei. Das sind 80.000 Rubel pro Runde, wenn ihr natürlich Glück habt und alle belegt. Ne? Aber einige Stims könnt ihr natürlich dann auch noch für auf dem Flea Market verkaufen. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, dass ihr den Mule nicht selber halt spielen möchtet, dann guckt ihr einfach mal auf dem Flea Market nach, zack, das Ding ist 80k wert. Und das ist einfach absolut riesig, dieser Aspekt, an den ich null gedacht habe. Es ist einfach auch gleichzeitig auch noch eine Money-Maschine. Ne? Ihr könnt unglaublich viel Kohle dadurch noch mehr mit aus dem Raid rausschleppen. Und ihr habt gleichzeitig die Chance, jeden Fight viel, viel besser zu überleben. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten viel Spaß in neuen Raids.